Hallo, ein kurzes Video für den Bereich Berufs- und Studienorientierung und zwar SFBT. Was heißt das eigentlich? Das sind die sogenannten studienfeldbezogenen Beratungstests. Der Plural ist hier sinnvoll, werdet ihr gleich sehen. So, als erstes muss man sich fragen, was ist das eigentlich? Das ist ein kostenfreies Berufsorientierungsangebot der Arbeitsagentur. Das kann man individuell anwählen und sich dort dann quasi einem solchen Test unterwerfen und kriegt dann ein Beratungsgespräch. Bei uns wird das einmal im Jahr an der Schule als Service angeboten und zwar an einem bestimmten Tag kann die Sek 2 sich da quasi Termine geben lassen und dann wird das so durchgeführt und das halt jedes Jahr wieder und das ist eigentlich ein guter Service, da muss man nirgendwo hinfahren, nicht individuell Einzelsachen absprechen. So, Beratungstests sind das. Die richten sich also an SchülerInnen der Sek 2 und diese Tests checken jeweils die Anforderungen ganz bestimmter Studiengänge ab. Und zwar fachtypische Problemstellungen, typische Anforderungen der Studiengänge. So, gucken wir mal, was es für Bereiche gibt. Das sind 6 Stück insgesamt. Das eine ist der große Bereich Naturwissenschaften. Darunter fällt halt alles wie Chemie, Physik, Biologie und so weiter. Dann die Ingenieurswissenschaften, ganz klar. Das Elektrotechnik, Maschinenbau, diese Geschichten. Mathematik und Informatik, also mehr so die Logikwissenschaften. Dann die Wirtschaftswissenschaften, also BWL, VWL, diese ganzen Bereiche. Die Rechtswissenschaften, klar, Jura, aber da gibt es auch noch ein paar andere Aspekte, die da mit dazu ja, mit reinspielen. Und natürlich den großen Bereich der Philologie, etwas sperriges Wort, wird häufig nicht mehr benutzt. Das sind die Sprach- und Literaturwissenschaften, also mein Bereich Geschichte würde zum Beispiel in diesem Punkt ja, wiederzufinden sein. So, wie läuft das Ganze ab? Ganz einfach, zunächst muss man sich für eins der Gebiete entscheiden. Das heißt, man kann nicht einen Test machen, wo man hinterher gesagt kriegt, der und der Bereich ist für dich am besten geeignet, sondern man weiß von vornherein, wofür man sich interessiert und dann wird studienfeldbezogen ein Test durchgeführt. Das würde bedeuten, wenn man alle 6 Bereiche sich sozusagen irgendwie überprüfen lassen will für sich, dann müsste man auch 6 Tests machen. Darum sind es eben auch Pluraltests. Also eins muss sich entscheiden. So, am Testtag macht man dann den Test des ausgewählten Bereichs, für den man sich angemeldet hat. Dieser Test dauert etwa 2 Stunden und enthält halt Fragen, die genau diesem, ja, Fachgebiet sozusagen zuzuordnen sind. Das heißt, die unterscheiden sich also auch voneinander. So, danach wird der Test kurz ausgewertet. Da gibt es dann so eine bestimmten Dinge, das läuft alles relativ zügig. Und dann wird das Ergebnis mit einem Psychologen oder einer Psychologin besprochen, wo man dann eine individuelle Rückmeldung erhält. Und das dauert nochmal etwa 10 Minuten des Gesprächs. Das heißt, so ein kleinerer, also ein Teil des Vormittags ist damit auf jeden Fall weg für das eigene, ja, Fortkommen. Ist das aber, glaube ich, nicht zu viel Zeit. So, wissenschaftliche Studien haben schon herausgefunden, dass diejenigen, die praktisch bei dem Test eine Rückmeldung bekommen haben, ja, das passt ganz gut zu dir, dass die dann auch tatsächlich, ich sag mal, erfolgreicher in dieses Studium gestartet sind, weil von vornherein klar war, dass ihnen klar war, was auf sie zukommt und sie nicht ins kalte Wasser reingesprungen sind. Ist also wirklich ein guter Service. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann stellt die einfach in den Kommentaren. Ich werde versuchen, das zu beantworten, wie ich kann. Ich werde aber in diesem Fall in der Videobeschreibung auch Links zur Arbeitsagentur verposten, sozusagen, dass ihr da draufklicken könnt zu dem Flyer und diese ganzen Geschichten und da direkt nochmal weiter gucken könnt, ob das was für euch ist. Wie gesagt, es ist ein Service bei uns jetzt an der Schule, der ganz gut läuft und der letztlich für die Schüler halt niederschwellig dieses Angebot verfügbar macht, ist also eine sinnvolle Ergänzung der Studien- und Berufsorientierung insgesamt. Das sollte man dann mitnehmen. Der Termin wird ja meistens auch so gelegt, dass es dann praktisch ja nicht mit irgendwelchen Sachen kollidiert von der Schule, die sonst auf euch zukommen. Klausuren oder so. So, das war schon. Bis dann.